Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu SnowRunner. So, wir haben einen Auftrag und ich hatte euch ja gesagt oder versprochen, wir haben schon Probleme in der nächsten Folge und das werde ich euch jetzt erläutern. Für alle Leute, die da nicht wirklich viel Ahnung mit Trucks haben oder so. Wir haben einen schweren beladenen Anhänger mit Eisen oder was haben wir da jetzt drauf? Ich weiß nicht, irgendwie hatten wir jetzt Zeugs drauf. Wir haben aber das ziehende Fahrzeug ist leer und hat kein Gewicht auf den Achsen. Das heißt, da wo wir jetzt hinfahren, werden wir uns auf jeden Fall festfahren, weil ich im Moment halt noch kein anderes Auto habe. Deswegen werde ich mein Bestes versuchen. Quatsch, ich muss noch den Weg dahin markieren. Wir fahren hier raus. Dann fahren wir hier lang. Hoffentlich kommen wir hier durch den Schlamm durch. Ich glaube, hier ist schon Ende für uns. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn, denn spätestens hier in der Farm ist für uns Schluss. Ja, doch, das müsste ich sehen. So, und hier sollen wir abliefern. Diese Türme müssen wir freischalten. Also wir müssen uns gleich unser Auto holen. Und ihr seht, wir haben jetzt jede Menge Aufträge bekommen. Hier ist jetzt ein neuer Auftrag. Zum Beispiel Nadelholz Express. Hier ein gefallener Strommast. Den müssen wir irgendwie bergen. Müssen wir gucken, dass wir einen Kran Upgrade bekommen. Hier die Türme müssen wir freischalten, damit wir noch weitere Aufgaben sehen. Hier ist noch was los. Hier hinten sind jetzt Motel in Nöten, die brauchen bestimmt Ware oder sowas. Da müssen wir jetzt von A nach B, nach C und so fahren. Aber wir müssen ja natürlich erstmal schauen, dass wir weiter die Karte aufdecken, weil wir sehen ja hier noch nichts, ne? Und die Leute wollen beliefert werden jetzt mit Materialien. Und natürlich müssen wir schauen, dass wir weiter Punkte generieren und Geld, ne? Und das machen wir jetzt mit die, wie gesagt, diesem ersten Auftrag. Kommt der Hänger mit? Ja, der kommt mit. Boah, also diese Allergie, die kickt so rein, ne? Ätzend. So, ich schalte nochmal direkt in den vernünftigen Modus. Jetzt läuft mal in die Nase. Und wieder Nacht hier, ne? Immer Nacht, Nacht, Nacht. So wichtig ist, wir dürfen nicht stecken bleiben oder umkippen. Das wäre brutal. Und der Truck hier muss schon richtig ziehen. Ich merke das auch schon. Und ihr seht das ja auch an den Literzahlen, die wir hier durchblasen. Nicht festfahren. Bitte nicht festfahren. Bis jetzt kommen wir gut durch. Nicht festfahren. So, und jetzt müssen wir hier, glaube ich, zu unserem Auftraggeber rein. Und jetzt werden wir uns gleich festfahren. Da der Hänger schiebt, komme ich vorne rum. Ja, ich müsste eigentlich. Hier müssen wir aufpassen, dass der Hänger nicht umkippt. Ihr seht, wer der im Wackeln ist. Und jetzt kommt das zu tragen, was ich gesagt habe. Wir haben kein Gewicht auf der, auf unserer Antriebsachse. Und der Hänger schaukelt uns auf und drückt uns. Und jetzt gleich wird Feierabend sein. Wenn wir Pech haben. Ich guck mal, dass hier ein bisschen, aber wir müssen auf den Hänger aufpassen. Der wird jetzt in Schräglage gehen. Seht ihr hier vorne den Dreck? Das meinte ich. So. Werkstattlieferung annehmen. Zack. Habe ich die jetzt schon ab? Ja, den haben wir jetzt hier schon hingebracht. Gut, das war's ja. Dann habe ich jetzt die Punkte gekriegt. F4, wartet mal.
Ja, wir haben Geld bekommen, seht ihr. Also das hat geklappt. Und dann würde ich auch ganz schnell mal hier wieder rausgehen. Und die produzieren jetzt für uns andere Waren. Und dann können wir mal schauen, was die jetzt hier für uns für Waren produzieren. Wir haben denen jetzt geholfen und die produzieren. Ha, kann man jetzt schlecht erkennen. Irgendwelche Waren hier produzieren die. Na hier, das müssten, glaube ich, Verbrauchsgüter sein, die hier produzieren. Wir werden uns jetzt mal hier eine Seite hinstellen und eine Pause einlegen. Denn ich habe was anderes vor. Der Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt. Handbremse anziehen, Truck aus, Motor abbestellen, also abstellen und Truck wechseln. Und zwar würde ich jetzt gerne in den Offroader gehen. Und würde den erstmal zur Werkstatt fahren und mal schauen, ob wir da was. Wir haben ja eben Upgrades gefunden. Ob wir da was machen können. Und das werden wir jetzt in dieser Folge tun. So, Motor an. Licht an. Also das ist ja derzeit noch unser einziger Offroader hier mit Allrad. Der muss uns zur Not rausziehen und die Welt retten. Und jetzt fahre ich erstmal zur Werkstatt, genau. Ihr seht, jetzt wird es auch noch nebelig hier auf der Map. Und alle, seht ihr, die haben jetzt hier alle Missionen, die ganzen Gebäude und wollen Waren haben und was weiß ich nicht was alles. Wir gucken jetzt einfach, dass wir hier erstmal wegkommen. Boah, die scheiß Allergie jetzt reinkicken. Meine Nase, ich muss gleich Nase putzen. Mal direkt Allrad zuschalten, sonst kommen wir nämlich nicht hoch. Und direkt wieder Allrad aus. Also immer dann, wenn man es nicht braucht, lassen wir es raus, ansonsten hauen wir es rein. Und unser Getriebe ist ja kaputt, das darf man nicht vergessen. Ich sollte ein bisschen langsamer fahren. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mal erstmal andere Federn ein. Wir haben auf jeden Fall Federn für den gefunden, die bauen wir auch ein und verkaufen die dann später mit. Sollten wir uns einen anderen Wagen holen. Wir können den hier auch verkaufen, rein theoretisch. Und dann bekommen wir 13.000. Ich glaube, ein anderer Scout kostet 15.000. Könnten wir hinzuzahlen, aber das ist die Frage: Wollen wir das oder bleiben wir erstmal bei dem hier? Völliger Wasserstand. Und später kommen euch ja noch andere Spieler entgegen, die vielleicht jetzt hier einen Auftrag zu dieser Stadt haben, die Holz zur Werkstatt bringen sollen oder was weiß ich was alles. So, ihr seht ja, wenn man so schnell fährt jetzt und schaukelt, dann kann man sich ganz schnell ein bisschen Schaden holen, ne? Seht ihr das, wie der springt? Da sollte man drauf aufpassen. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich hier überhaupt lang muss. Bin ich überhaupt richtig hier? Ja, bin ich. So, wir müssen bis dahin, dann bis dahin, dann bis dahin und dann immer geradeaus. Ja, man sollte so langsam die Map ohne Weg erkunden, damit man immer weiß, wie man fahren muss und wohin man fahren muss. So, Allrad wieder raus. Der GMC, den wir jetzt haben zum Beispiel, der ist hier so für Straßenmissionen, ist ja gar nicht schlecht, ne? Haben wir über die Brücke, die wir gebaut haben in einer der Folgen. Hier haben wir das ganze Zeug ja hingekarrt für.
So, dann geht's ja hier lang. Und dann können wir direkt die anderen LKWs noch finden, wo wir eben nicht reingefahren sind. Ne? Und hier sind wir eben schon mit dem Sattelzug, also mit der Zugmaschine und dem Anhänger gefahren. Ne? Wisst ihr das noch, als wir die Werkstatt freigeschaltet haben? Der Baum sollte auch mal weggeräumt werden, hier vom Kranfahrzeug irgendwie. Damit wir nicht immer hier in die nächsten Ecken müssen. So, ich oh, jetzt haben wir wieder Schaden bekommen. Das war nicht so gut. Ich fange mal besser Allrad an. Ah, hier geht es ganz schön runter. Hier ist ein bisschen Matsch. Ich glaube, ich muss jetzt sowieso hier rechts rein oder wenn die nächste rechts. Das ist übrigens ein Turm, sehe ich gerade. Ne? Soll ich da jetzt mal reinfahren und den Turm schon holen? Komm, wir testen es einfach mal. Ich hoffe nicht, dass ich mich hier festfahre. Oh oh. Oh oh. Wie ziehen wir uns jetzt hier raus? Das ist natürlich böse jetzt. Das war jetzt ziemlich wild reingeknallt da. Gucken, ob wir uns rausziehen können. Haben wir Glück gehabt? Wo haben wir uns denn da festgemacht? Ach, ein Baum schon, den haben wir auch entgegengezogen. Lösen wir mal die Dings, die überlegt. Der hat uns auf jeden Fall den Arsch gerettet. So, dann werden wir hier mal eben schnell freischalten. Zack, und wieder was dazu bekommen. Neue Missionen bekommen. Essenslieferung und was weiß ich was. Versunkener Sattelzug. Sehr gut. Und Essenslieferung. Ja, also das sind alles Sachen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, aber jetzt haben wir natürlich, hängen wir wieder volle Granate in die Bresche hier. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Komme ich hier nicht raus? Trotz Allrad? Ne. Dann muss ich mich wieder anders befreien. Es wird jetzt wieder anders wild. Aber kriege ich mich hier gedreht? Das ist die Frage. Ich mache mich mal ab. Guck mal, wie ich wegsack. Seht ihr das? Hier im Sumpf. Das ist jetzt anders wild hier. Tja. Was dass ich nicht umkippe. Ja, wie bin ich denn da eben hingekommen? So. Bitte nicht festfahren, bitte nicht festfahren. Raus hier, ich will hier einfach nur raus. Sinkt wieder ab, ich merke es schon. Da stehen wir schon wieder. Ja, aber das nützt uns nichts. Wir müssen ja da hinten wieder raus. Wo kann ich mich anpinnen? Hier könnte ich, nutzen mir das was. Ich glaube, ich will da lang. Aber es könnte sein, dass ich mich auf die Seite drehe. Das muss, da muss ich völlig aufpassen. Ich glaube, von dieser Seite sind wir auch gekommen, ne? Kann das sein? Ich glaube, jetzt ist Ende im Gelände.
Wir hängen fest. Wir hängen mehr als fest. Aber wie können wir uns jetzt hier befreien? Ah, der zieht uns rüber, das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir aber schnell selber hier rauskommen. Nicht da reinfahren, nicht da reinfahren. Das bringt uns nichts. Gas, 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 Gas. Oh, das war scheiße, was ich gemacht habe. Da wäre ich, da, guck mal, wie wir absinken. Seht ihr das hier im Sumpf? Das spielt aber keine Rolle, das kriegen wir leicht gefixt. So, es wäre cool, wenn ich jetzt hier gleich rechts kommen würde. Na, seht ihr meinen Sprit? Ich habe auch gleich keinen Sprit mehr. Ich muss mich wieder ankappen hier irgendwo. Und zwar hier. Und dafür sind bessere, verbesserte Seilwinden und so besser. So, abgemacht. So, und jetzt sollten wir aber das Größte geschafft haben. Wie gesagt, unser Problem wird nur der Sprit sein. Das wird jetzt unser größerer Endgegner werden. Vielleicht holen wir uns mal ein Fass mit Diesel zum Hof. Und hier können wir eigentlich wieder hochbrettern. Hätten wir die Hürde doch schon mal gemeistert und den Turm entdeckt. Ein bisschen Dings sparen. Aber habt ihr gesehen im Sumpf, wie wir da abgegangen sind? Ich glaube, hier müssen wir rein. Um den einen oder anderen Trailer zu entdecken halt hier, ne? So, da haben wir wieder einen. Ein Rampenfahrzeug? Habe ich das richtig gelesen? Ein Rampenfahrzeug. Aber wir haben immer noch keinen Truck, der hier rein kann, weil wir haben kein Allrad- oder Differentialsperre. Da brauchen wir mit den Trucks gar nicht da reinfahren. Da werden wir auf jeden Fall festhängen. Aber wir wollen ja die Punkte haben, ne? Damit wir höher ansteigen. Hier ist wieder ein Auftrag, aber hier müsste auch ein Hänger stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar steht da der Hänger. Seht ihr das? Neuer Tankauflieger. So, die Aufgabe machen wir nicht, weil wir wollen ja zur Werkstatt. So, eben Allrad raus, ein bisschen Gummi geben jetzt. Ich habe nicht ewig Zeit. Aber hier müssen wir nochmal einschalten. Ihr seht ja, wie wir hier weggehen. Und je mehr wir hier rüberfahren, desto mehr sumpfiger und so ein Scheiß wird das hier, ne? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir Upgrades finden. Und das wird unsere, die nächste Zeit unsere Aufgabe sein. Wirklich Upgrades zu finden, um, naja, unsere Trucks aufzurüsten und so. Ne? Jetzt brauchen wir den, glaube ich, nicht mehr. Und unser Motor hat richtig Schaden bekommen. Den müssen wir jetzt erstmal in der Werkstatt reparieren. So, und seht ihr, ich fahre nur in der Innenansicht, weil es macht für mich mehr Spaß. Bringt mir mehr Immersion, als wenn ich so fahren würde. Ne? Aber da lässt sich drüber streiten halt. So, hier ist die Werkstatt. So, dann gucken wir mal, was wir hier an Fahrzeugen haben. Beziehungsweise was wir hier in dem Fahrzeug aufrüsten können. Oder halt wir ähm,
Na, schauen wir erstmal, wartet mal. Federn, ich glaube, wir hatten höhere Federn gefunden, genau. Das macht schon was her, ne? Die werden wir auf jeden Fall reinklatschen, montieren. Die brauchen wir auf jeden Fall. So. Was können wir denn motortechnisch machen? Also was, wenn wir den als Scout behalten wollen, was bietet der uns denn mehr? Hier haben wir mehr Leistungsgewicht, aber wir müssen mal finden. Müssen wir alles finden. Aber sonst. Oh, wartet mal. Freaky. Moment, wir haben Standard drin. Standardmäßig Around-Antrieb. Freeway. Dieses optimale Getriebe bietet viele Funktionen, Verbesserungen, darunter ein höherer Gangzahl und höhere Geschwindigkeit sowie ein zusätzlicher Schnellgang. Der kostet eins. Den bauen wir einfach mal ein. Ich teste das mal. Was wir haben, das, was wir haben. Snora, ne? So, den haben wir jetzt eingebaut, ne? So. Tut sich jetzt ein Unterschied? Oder wird der Widerstand da besser? Ne, schlechter. Ja, Standard und Snowrunner, ich. Wurde kostet der Gangzahl höhere Geschwindigkeit und. Das ist mehr für Ge Gelände, ne? Ja, lassen wir den mal. Der ist jetzt nicht mehr ganz so schnell, sagen die, ne? Okay. Das Erhöhte haben wir ja drin. Das soll drin bleiben. Reifen können wir jetzt mal schauen. Schnellstraßenreifen brauchen wir nicht. Wir brauchen fürs Gelände. Ich glaube, wir brauchen eher die Dinger hier, aber die können wir uns nicht leisten, weil wir einen höheren Rang brauchen und mehr Erfahrungspunkte. Ihr seht ja das. Offroad. Können wir uns auch nicht, also wir können uns nur hier für die hier entscheiden. Straßenreifen, aber das ne Gelände, ne? Gelände gut. Nehmen wir die doch hier, oder? Sind aber 2300 wieder weg. Weil das hier, oh, die sind für Schlamm gut. Ja, sollen wir Offroad nehmen oder sollen wir Schlamm nehmen? Seht ihr das? Welche haben wir denn jetzt drauf? Wir haben die hier drauf. Die sind schlecht für Schlamm, exzellent für Straße, durchschnittlich Offroad. Dann würde ich sagen, guck mal, was wir für Schlamm kriegen. Ne? Schlamm gut, der Rest durchschnittlich. Nehmen wir die. Sind die ersten 2500 schon wieder weg? Passt mal auf, Freunde. Zack, weg sind sie. Hätte ich jetzt, habe ich das jetzt richtig gemacht oder habe ich das jetzt schlecht gemacht? Ne, die sind gut. Oh, die sind was höher, ne? Die sind für Offroad gut. Die sind natürlich noch besser, ne? Die sind höher als meine, glaube ich. Ja. Egal, wir sind aber von Haus aus schon ziemlich hoch. Die sind für Schlamm gut, meine sind auch für Schlamm gut, ne? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich habe mich jetzt verkauft. Ich hätte natürlich noch bessere draufziehen können. Machen wir 38 AS2. Die sind natürlich noch höher, ne? Das wäre natürlich noch besser gewesen. Die hier. Aber ich will jetzt nicht extra kaufen. So Offroad und so können wir noch nicht. Was können wir denn noch? Winden. Haben wir eine bessere Winde gefunden? Ja, aber die kostet 9.000. Die können wir uns nicht leisten. Die anderen Winden müssen wir finden. Dann schauen wir mal hier. Differentialsperre. Ne, wir haben hier freigeschaltet. Differentialsperre haben wir noch nicht. Müssen wir finden. Rahmen. So, mal gucken, was wir hier mitnehmen können. Da können wir ein bisschen mehr Tank und so nehmen. Das hier wäre schon nicht schlecht, aber haben wir noch nicht. Müssen wir finden erst. Schnorchel könnten wir uns dran machen. Wäre gut für Wasserfahrten. Aber wir haben hier auf der Map noch nicht wirklich viel an Wasser. Achso, das sind die Dinger hier. Jetzt kommen kosmetische Scheiß. Will man den Wagen weiterfahren oder nicht? Ich würde den erstmal weiterfahren wollen. Will ich die Seiteneinstiege dran haben oder nicht? Oder bleibe ich damit hängen? Das ist wieder so eine Frage jetzt, ne? Gucken wir erstmal weiter. Man muss ja nicht alles dran kloppen, das kann man ja später machen. Hier, das ist ja, kann ja einen Anhänger, besser einen Anhänger mitnehmen.
Ja, wir haben jetzt Standard. Da brauche ich. Aber was ich brauche, ist auf jeden Fall Licht. Rundumleuchte will ich nicht. Die sind nicht schlecht. Das ist jetzt Kosmetik, was wir machen, ne? Hier die Hörner, die sind nicht schlecht, ne? Aber ich möchte die gerne haben, aber die habe ich noch nicht. Ich brauche Rang 9. Dann müssen wir die nehmen. Haben wir halt oben so scheiß Lampen drauf. Aber egal. Nehmen wir die mit. So, wir können natürlich uns die Außendinger auch noch drauf machen. Ist jetzt Kosmetik. Jetzt geben wir wieder sinnlos Kohle aus, wie immer. Aber wenn schon, denn schon, ne? So, hätten wir das schon mal gebaut. So, jetzt kommen die Fender. Bergungsgurte. Was sind Bergungsgurte? Ach so, das sind die hier, ne? Heavy-Duty-Stange. Die wäre noch besser. Aber die könnte man sogar verbauen. Wir haben die Standard. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist zwar alles sinnlos, was wir hier machen, aber es soll ja ein bisschen schön aussehen. So, und die Felgen ziehen wir drauf. So, hätten wir das auch erledigt. Und dann würde ich sagen, geben wir dem eine schöne grüne Farbe. Oder was geben wir dem für eine Farbe? Also wie gesagt, das ist jetzt Geschmackssache einfach hier. Welche Farbe kriegt unser Offroader? Können wir auch hier so ein Mädchenpink geben oder hier sowas. Boah. So, jetzt haben wir hier Schwarz mit. Oh, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Aber ich bin ja so der Forstfreund, ne? Die beiden sehen nicht schlecht aus hier, ja, aber ich nehme trotzdem hier die Farbe. Farbe anbringen, zurück, Werkstatt verlassen. Und damit ist unser neuer Truck fertig. Ihr seht die kleinen Räder, die wir drauf haben. Aber wir haben jetzt Geschwindigkeit verloren, haben die gesagt, ne? Aber das sieht schon mal ein bisschen mehr nach Gelände aus. Wir haben also eine bessere Chance im Gelände jetzt, ne? Und ich würde sagen, die Rundumleuchten, die kann ich oben nicht ausstellen, leider. Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Scheinwerfer. Das seht ihr auch jetzt bei Nacht. Seht ihr auch schon bei Tag. Guck mal, mein Kegel, wie groß der ist. Und bei Nacht sehen wir natürlich mehr. Deswegen habe ich die. Aber ich möchte die gerne oben ohne die Dinger haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir Aufträge machen, der Truck, der auch die dicken Hupen hat, seht ihr das, wenn er hupt hier, was das für eine Druckwelle kommt. Der muss auch Trucks ziehen können nachher. Und das kann der dann auch. Da haben wir den jetzt schon für ausgerüstet. Ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Wir stellen uns jetzt hier auf jeden Fall hin. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, welchen Auftrag wir machen. Weil wir haben ja jetzt wirklich viele Aufträge rausgehauen einfach. Viel Geld rausgehauen. Und das muss nicht sein. Und ich muss auch tanken. Ich habe, naja, kann man in der Werkstatt machen. Das ist schon mal gut. Mutter abbestellen. Abstellen, nicht abbestellen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.